My Friend, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem neuesten Video. Mein Name ist Mirza Jahic und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich etwas Besonderes vorbereitet. Naja, eigentlich ist es jedes Jahr was Besonderes. Es ist das allererste Tutorial in FIFA 22 und welches Tutorial kommt denn eigentlich jedes Jahr pünktlich zu Beginn von FIFA? Natürlich mein alljährliches Defensiv-Tutorial und ich muss sagen, da ist ein Regel, aber was wollte ich sagen? Ich muss sagen, dass die Defensive immer etwas ist, was sehr gefragt ist. Also du hast mehrfach nachgefragt, viele Leute haben in den Streams nachgefragt und gerade wenn ein neuer FIFA-Teil beginnt, stellt sich die Frage, wie verteidige ich in diesem Jahr am besten? Und mit FIFA 22 hat sich das Gameplay ziemlich gewandelt, es hat sich sehr stark verändert und ein Punkt ist da sehr ausschlaggebend, nämlich das Passspiel. Und das veränderte, schwierigere Passspiel verändert auch die Defensivarbeit und das möchte ich dir heute zeigen. Ich habe viel Material vorbereitet, das könnte das beste Defensivvideo werden, was ich bisher gemacht habe. Ich wünsche es mir, damit ich dir damit helfen kann und ich drücke mir selbst auch ganz fest die Daumen. Und wenn dir das Video am Ende gefällt, dann zeig es mir gerne, indem du hier likest, so kannst du mir auf jeden Fall helfen. Folg dem Kanal, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke, lass einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Und in der Videobeschreibung findest du alles weitere, auch meine Social Media Kanäle, meinen zweiten Kanal, Mirza Miyagi für Highlights und natürlich meinen Streaming-Link zu den Livestreams auf Twitch, wo ich abends immer aktiv bin. Findest du da alles, schau gerne vorbei. Und wir stürzen uns jetzt in die Szenen und in ein sehr spannendes Defensiv-Tutorial. Also, lausche auf, let's go! Ich habe jetzt im Hintergrund mehrere Szenen vorbereitet. Wichtige Szenen, die systematisch aufgebaut sind. Jetzt nicht krass nach Wichtigkeit, weil alles ist wichtig, aber nach Priorität und vor allem nach Defensivverhalten. Du wirst merken, wenn du FIFA 22 anfängst zu spielen, fällt dir auf, ich habe es kurz erwähnt, das Passspiel hat sich verändert. Die Pässe sind schwieriger geworden. X-Pässe kommen jetzt wirklich wie X-Pässe und Dreieckpässe sind sowieso ganz, ganz gefährlich. Wenn du da zu viel oder zu wenig Druck drauf gibst auf die Dreiecktaste, dann kommen die nicht so, wie sie kommen sollten. Und das ermöglicht es natürlich, wenn man in der Defensive richtig arbeitet, den Gegner besser unter Druck zu setzen und für noch mehr Kompaktheit zu sorgen, weil sich die Gegner immer erst drehen müssen, bevor sie Pässe spielen. Zumindest aktuell ist es auf jeden Fall so. In den letzten Jahren war es halt immer so, der spielt aus der Drehung einen X-Pass, der wird eh korrigiert und fertig. Und das funktioniert nicht mehr so krass. Und jetzt gibt es zwei Sachen, die sehr wichtig und sehr relevant sind zu Beginn. Zwei Sachen, die wichtig sind, nämlich einmal das räumliche Verteidigen und einmal das direkte und 1 gegen 1 Verteidigen. Also das direkte, aktive 1 gegen 1 und einmal das räumliche. Und da gibt es einen wesentlichen Unterschied, erstmal zu erkennen, wann verteidige ich im Raum und wann gehe ich in das direkte 1 gegen 1 und baue Druck auf. Bevor wir da aber reingehen, kurz der Hinweis, welche Tasten brauchst du denn eigentlich für das Verteidigen generell? Und zwar, einmal brauchst du natürlich den linken Analogstick, damit du deinen Spieler bewegst, ganz klar. Dann brauchst du einmal die Sprint-Taste dazu, das heißt R2. Dann brauchst du die L2-Taste, das sind die sogenannten L2-Steps. Das ist, wenn der Spieler sich so bewegt und dann deutlich flinker ist. Und in den meisten Fällen brauchst du die L2 und die R2-Taste zugleich. Das heißt, damit du noch mehr Tempo hast, aber auch flink bist. Nur mit L2 bist du am flinksten, aber ein bisschen langsamer. Nur mit R2 bist du am schnellsten, aber behäbiger. Und mit L2 und R2 bist du flinker und beweglicher. Und das brauchst du zumeist. Dann brauchst du natürlich am Ende noch die Tackling-Taste, aber die wirklich nur im äußersten Notfall. Und hier sage ich gleich dazu, bevor wir reinstarten, all die Situationen hier, das was generell jetzt gleich auch bei dir passieren wird beim Verteidigen, verwende fast nie die Tackling-Taste. Du brauchst sie auch in diesem Jahr nicht so krass. Du brauchst sie nur, wenn du dir ganz, ganz sicher bist, dass du den Ball auch holst. Wenn du jetzt gerade in einem Laufduell bist und du weißt, jetzt drücke ich Kreis und bin dabei. Ansonsten, beweg dich einfach und laufe in den Gegner rein oder warte, bis er in dich reinläuft. Dann tackelt dein Spieler automatisch. Das ist in diesem Jahr auch so, wie es auch im letzten Jahr war. Also bitte nimm das sofort mal mit, nur im äußersten Notfall die Tackling-Taste drücken. Ansonsten mit L2 und R2 arbeiten. Und wie genau?
Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir gehen in die erste Situation und da gehen wir mal ins Räumliche, das heißt das räumliche Verteidigen. Wann verteidige ich im Raum? Ich bin hier mit Casemiro unterwegs, du siehst, wie ich mich hier bewege, im Raum und hole mir jetzt den Ball. Ich lasse noch eine zweite Szene laufen, da ist es ähnlich. Hier im Raum, du siehst es, also ich gehe nicht auf ihn drauf, sondern ich bleibe im Raum. Auch hier wieder, schau mal, ich bin nur dran und bewege mich im Raum die ganze Zeit und der Gegner spielt einen Fehlpass. So. Der Unterschied zwischen dem räumlichen Verteidigen und dem direkten, aktiven Duell mit dem Gegner ist, dass du hier im Raum bist. Und was bedeutet denn im Raum? Man sieht es hier jetzt sehr gut. Das heißt, wenn der Gegner mindestens 2 Anspielstationen hat oder mehr, dann darfst du nicht mit deinem aktiven Spieler auf ihn draufgehen, direkt frontal. Weil ansonsten hat er leichtes Spiel, er passt einfach weg und da entsteht eine Riesenlücke. Du verteidigst also im Raum, damit du da es dem Gegner so schwer wie möglich machst, ein vernünftiges Passspiel aufzubauen. Er hat also 2 oder mehr Anspielstationen. Das direkte, aktive findet dann statt, wenn du merkst, dass der Gegner nur eine Anspielstation hat oder keine. Das passiert zumeist, wenn der Gegner zum Stürmer passt und der ist jetzt der Stürmer und schaut nur auf deine Defensive. Oder er hat nur eine Anspielstation. Dazu kommen wir aber gleich. Das heißt, verteidigst du im Raum, erkennst du also, der Gegner hat 2 oder mehr Anspielstationen, wie du es hier siehst, dann hast du Folgendes zu tun. Du nutzt zumeist, wir gehen einmal zurück, das sehen wir auch hier. Du siehst auch hier wieder, er läuft und er hat 2 Möglichkeiten anzuspielen. Jetzt bewegst du dich nur im Raum. Und was ich hier mache ist, dass du simpel, du hältst die L2 und die R2-Taste gedrückt. Ich mache das immer. Wenn ich im Raum verteidige, L2, R2 gedrückt halten und dich ungefähr in der Mitte bewegen und immer in Bewegung bleiben, sodass du quasi immer erreichbar bist, sobald der Gegner zu dem Spieler oder zu dem Spieler passt. Dann bewegst du dich dorthin und verteidigst dann wieder im Raum. Okay? Bis du dann irgendwann die Möglichkeit hast, auf ihn drauf zu gehen, wenn du merkst, dass er nur eine Anspielstation hat. Das ist also der erste Schritt, den du immer machst, wenn du in-game bist. Der erste Defensivstil, der zu deinem Stil werden sollte, weil dieser Faden zieht sich durch das gesamte Game. Machen wir weiter und jetzt schauen wir uns das direkte aktive Verteidigen an. Du schaust, der Gegner passt da vorne und ich rücke hier raus mit Hummels. Hast du das gesehen? Wie ich da rausgerückt bin und Druck aufgebaut habe, der Druck hat dafür gesorgt, dass er den langen Ball gespielt hat und den Ball verloren hat. Hier wieder, ich drücke mit Hummels raus, schiebe ihn zur Seite auf den Flügel, da läuft er jetzt rum und hier hole ich mir dann den Ball. Das ist also quasi der Unterschied, wenn du merkst, der Gegner hat nur eine Anspielstation oder gar keine. Und das sind die 2 wesentlichen Unterschiede. Das Allerwichtigste, gleich am Anfang, das Räumliche oder das Direkte. Hier möchte ich dazu sagen, Übung macht den Meister. Das ist alles jetzt theoretisches Wissen. Das bringt dir nur bedingt etwas, du musst in die Umsetzung kommen. Und dann wirst du ein Gefühl dafür entwickeln, wann du was zu tun hast. Dann funktioniert's. Also, einfach mit Geduld und Gelassenheit da reingehen und du wirst merken, wann jetzt 2 oder mehr Anspielstationen sind oder einer. Du schiebst mit L2 und R2 raus. Schau mal, ich baue Druck auf und er denkt sich, oh scheiße, ich muss weg. Und er muss sich aber drehen, weil er nicht aus der Drehung spielen kann, weil die Pässe aktuell sehr schwer sind. Er muss sich drehen, spielt dann diesen langen Ball unter Druck und ich habe den Ball erobert. Das heißt, ich baue Druck auf und zwinge ihn quasi auf den Flügel rauszuspielen. Und dadurch wirst du immer einmal durchs Räumliche merken, okay, bisher baut er recht gut auf. Irgendwann kommt halt der Moment, wo du ins Direkte gehen kannst und dann schiebst du ihn raus auf den Flügel. Das ist das Ziel, weg aus der Mitte. Du schiebst ihn raus. Bei der ersten Situation hat er ja auch diesen langen Ball gemacht und jetzt kommst du ins Flügel verteidigen. Was wichtig ist zu beachten ist, dass du beim Rausschieben nicht einfach komplett auf ihn draufläufst, sondern du schiebst zwar raus, aber du bleibst immer noch in einem leichten Abstand. Wie wenn du ein bisschen so Druck machst, quasi, komm, beweg dich, ne? Beweg dich weg, weißt du? So machst du das. Und dann kommst du irgendwann zwangsläufig zur Flügeldefensive. Und die sieht so aus. Der Gegner bewegt sich jetzt hier, du bist hier am Start und es gibt hier eine Sache, die extrem wichtig ist, wenn der Gegner am Flügel rumläuft. Ganz wichtig, lass ihn niemals am Flügel hier vorbeipreschen. Niemals. Viele Gegner, auch ich, mache das mal gerne, dass ich hier kurz andeute, dass ich nach innen gehe und ich möchte eigentlich hier vorbeilaufen. Es gibt nichts Gefährlicheres, als wenn der Gegner hier durch ist und sich da in den Strafraum tankt, um dann die Druckpässe zu spielen, um dann die Flanke zu spielen oder was auch immer. Das heißt, deine erste Priorität sollte immer sein, niemals ihn hier vorbeikommen lassen. Never, 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 never. Stell dir das so vor, wie deine Burg, das ist deine Burg hier, der 16er, und der ist außerhalb und er will in deine Burg rein.
über die Außen oder durch die Mitte. Du darfst ihn niemals in deine Burg lassen. Er kann da draußen machen, was er will, aber er darf nicht rein. Wenn er sich dann nach innen bewegt, dann gehst du mit. Aber immer zuerst Prio Nummer 1 nicht vorbeilaufen lassen. Und wie machst du das? Er läuft jetzt hier. So, hier aktivierst du je nach Abstand direkt mal L2, R2 und läufst seitlich mit. Du siehst das mit Hummels. Sobald er sich so seitlich bewegt, bin ich im L2, R2 unterwegs. Recht zügig, aber sehr beweglich. Und wenn du merkst, dass er Sprint-Taste gedrückt hält und er holt jetzt Abstand, dann lässt du L2 los und sprintest erstmal mit. Hier sprinte ich mit, hier siehst du es, jetzt macht er den. Okay? Und sobald ich aber merke, jetzt wird es kritisch, hier aktiviere ich sofort wieder L2. Das heißt, du hältst die R2-Taste gedrückt und im richtigen Moment einfach die L2-Taste dazu mitnehmen. Und plötzlich ist er wieder in seiner gewohnten Beweglichkeit. Da. So habe ich das gemacht und konnte ihm entsprechend den Ball abnehmen. Das ist also Flügelspiel. Und jetzt kommst du zu einem weiteren geilen Mittel, nämlich der Antizipation. Antizipation ist das Zauberwort an dieser Stelle, wir kennen es alle. So, und das sind wir hier zum Beispiel. Ich wurde gestern sogar im Livestream gefragt, Mirza, wie schaffst du es so am Gegner picken zu bleiben? Und damit ist das hier gemeint. Dass ich hier so knapp an ihm dran bin und zack, er dreht sich und ich bin schon da. Das funktioniert einerseits mit der Eingabe L2, R2. Also hier die ganze Zeit, du siehst, wie ich hier so beweglich bin. Und wenn du also in einem Spot bist, wo du einerseits wieder im direkten Verteidigen bist, der Gegner kann jetzt nur hierher passen. Er kann hier nicht passen, weil aus der Drehung funktioniert nicht. Er muss sich erstmal drehen, weißt du? Und das ist eine Top-Möglichkeit für dich, zu antizipieren. Wenn also er mit dem Rücken vor allem zu seinen Stürmern steht, dass du nach unten läufst und dann also erwartest, der wird wahrscheinlich sich gleich drehen und du vorab schon rüber gehst. Und schau mal, er dreht sich genau in mich hinein. Antizipation ist Übungssache, aber richtig angestellt führt dieser Move oft zu Erfolg. Also wenn du diese Fähigkeit entwickelst, dann kannst du dir Bälle erobern vom Gegner und Konteraktionen starten. Die bringen dir ganz, ganz viele gefährliche Chancen. Aber da geht Übung macht den Meister. Und das funktioniert mit L2 und R2. Zumeist hier irgendwo in der Mitte. Da hinten ist es gefährlich. Dazu kommen wir gleich. Jetzt kommt die gefährliche Zone. Jetzt kommen wir da rein. So, ihr seht, der Gegner bewegt sich. Jetzt hat er unten ein bisschen Raum. So, ich verwende die Flügeldefensive. Er geht nach innen und dann bin ich hier und hole mir den Ball. Okay? So, das war der erste Step. Was ist, wenn der Gegner jetzt reinprescht in den Strafraum? Das wird gefährlich, logischerweise. Flügeldefensive, er darf hier nicht vorbei. Er geht in die Mitte. Ich aktiviere L2 und R2 bei der Flügeldefensive. Jetzt bist du schon im Strafraum, hast gleichzeitig L2, R2 aktiviert. Und jetzt, in dem Fall, habe ich mir den Ball hier weggeschnappt. So, hat jetzt gut in einem Guss geklappt. Aber ich lasse die nächste Szene nochmal laufen, damit ich das nochmal verdeutliche, was du hier zu tun hast. Und zwar, er kommt jetzt hier, bewegt sich, passt in die Mitte, kommt gut durch und jetzt sind wir hier. So, wenn der Gegner am Strafraum ist, hast du Folgendes zu tun. Zum einen, du wählst einen Innenverteidiger an, immer den nächstgelegenen Spieler. Du bist nämlich im direkten Duell. Im Strafraum bist du immer im direkten Duell. Der hat nicht viel mehr Möglichkeiten zu spielen. Du musst hier wirklich wachsam sein. Du aktivierst L2 und R2 und stehst schon mal beweglich da, okay? So, damit du dich anpassen kannst, je nachdem, wo er sich hinbewegt. Du bleibst im Raum und machst Folgendes. Mit L2, R2 gehst du ein bisschen nach vorne, deutest ihm an, dass du voll drauf preschst und bewegst dich dann sofort wieder zurück. Du bist quasi wie die Wellen im Meer, weißt du, im Ozean. Da kommt immer eine und sofort geht sie wieder runter. Das heißt, du preschst einmal und bewegst dich wieder zurück. Okay? Permanent, wie das Wasser. Wie der Strom im Wasser, der permanent auch seine Richtung ändern kann. Das heißt, du lockst ihn zu einer weiteren Aktion, indem du rausläufst, wieder zurückgehst und er in dem Fall möchte dann das Passspiel ansetzen und ich konnte den Ball abfangen. Hier in der Situation zeige ich dir mal allgemein alles, was ich dir gerade erzählt habe, in einer Situation. Schau mal, räumliches Verteidigen, er läuft am Flügel, Flügelverteidigung, er kommt da nicht durch, er dreht sich weg. Er macht das super, passt, ich bin an ihm dran, räumliches Verteidigen, ganz ruhig. So, jetzt gehe ich drauf und will antizipieren, weil ich merke, er hat nur eine Anspielstation, habe den Ball aber nicht erwischt. Er verteidigt wiederum gut, passt nach unten und jetzt findet er den Raum in den Strafraum. So, und jetzt ist er hier und im richtigen Moment hole ich mir mit Hummels hier den Ball. Das heißt, da hast du alles einmal in der Combination gehabt, was ich dir hier erzählt habe. Schau mal, erstmal läufst du hier mit und jetzt bin ich hier ein bisschen auf Abstand und rücke ihm sofort auf die Pelle. Du siehst, ich rücke ihm auf die Pelle, aber ich bin nicht voll auf ihn draufgegangen. Schau, siehst du, ich bin erstmal hin und dann bin ich mit ihm. Wenn ich nämlich nur auf ihn draufgeprescht wäre, in der Situation, hätte er einen Move machen können und dann mir vorbeiziehen.
Dadurch, dass ich wiederum nur angedeutet habe und dann begleitet habe, konnte ich im Nachgang den Ball von Neymar mir wegschnappen. Ich empfehle dir mein Taktikvideo, falls du das noch nicht gesehen hast, um dir ein paar kompakte Formationen hier für deine Offensive, für dein Spiel einzubauen, wie die 4-2-3-1 zum Beispiel. Schau einfach mal rein, ich markiere dir das Video irgendwo hier und dann kannst du dir das mal anschauen. Da hast du Kompaktheit mit drin. Und eine Sache möchte ich mir noch anschauen mit dir, eine letzte Szene, und zwar die hier. Wenn der Gegner einen langen Ball spielt, mit Doppeldreieck zum Beispiel, oder einfach mit Dreieck. Das war ich jetzt in dem Fall und mein Gegner hat es nicht richtig gemacht. Und zwar, wenn der Gegner kontert, wie kannst du dafür sorgen, dass nicht solche Pässe kommen? Folgendes hast du hier zu tun. Letzte Szene. Wenn du merkst, der Gegner schickt oft den Spieler und möchte immer Dreieckpässe spielen oder L1-Dreieck. Ganz wichtig, frühzeitig erkennen und deinen Innenverteidiger mit dem rechten Stick anwählen. Indem du den rechten Stick nach hinten flickst, also nach links jetzt in dem Fall, du wählst ihn an. Und dann läufst du hier mit aktiv. So verteidigst du diese gefährlichen Pässe. Das ist im weitesten Sinne das A und O. Ich hoffe, ich habe alles gut aufgegriffen, dir ein gutes Gefühl gegeben für das räumliche Verteidigen und das direkte Verteidigen. Und mit etwas Übung wirst du merken, wie du nicht nur kompakter wirst, sondern wie du hinten stehen wirst und zu betonen wirst. Das ist das Allerwichtigste. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und ganz viel Freude und vor allem Gelassenheit. Es ist ein neuer FIFA-Teil. Es ist wieder was völlig anderes. Und mit der Zeit wirst du merken, du wirst immer erfahrener werden, weil du immer mehr Sachen erkennen wirst. Die baust du in ein Spiel ein und wirst immer besser. Ich begleite dich hier auf YouTube mit den Videos und dann baust du das in ein Spiel ein und dann wird das super werden. Also wenn dir das hier gefallen hat, wenn ich dir helfen konnte mit diesem Video, dann zeig mir das mit dem dicken Daumen nach oben. Folg dem Kanal für mehr Videos, aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Social Media findest du da. Das sind alles Kleinigkeiten, die aber eine große Unterstützung sind, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst. Instagram, YouTube, also Instagram, Facebook, Twitter, alles verpackt. Mein Twitch-Kanal, den findest du da auch. Du bist herzlich eingeladen, abends bei den Livestreams live mit dabei zu sein und dort live deine Fragen auch kundzutun. Oder halt einfach nur ohne Account auf den Link zu klicken. Dann kannst du auch zuschauen und das hier Gezeigte in Aktion erleben. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns vielleicht auch schon im Livestream heute Abend. Und grundsätzlich heißt es dann, das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Tschüss! Bis dann!